Hallo und herzlich willkommen. Eine Frage über Instagram und zwar von Anne. Anne hat den Account Saxophonistin Hamburg. So, und Anne schreibt, lieber Dirk, ich hoffe, du genießt das Wochenende. Du, ich höre ja immer begeistert deine Podcasts und folge dir aufmerksam. Erfolgreich selbstständig mit Calvin Hollywood, das ist ein Online-Kurs, den ich mit Calvin mal aufgenommen habe, hat mir als freiberufliche Musikerin sehr viel gebracht, da meine Tätigkeit viele Gemeinsamkeiten mit der Fotografie von Calvin hat. Allerdings beziehen sich viele Dinge, von denen du sonst redest, sehr auf den Verkauf von Dingen oder Gegenständen oder sagen wir mal soliden Dienstleistungen. Ich fände es klasse, wenn du mal etwas machst, was für Musiker, was für Künstler ist. Also, liebe Anne, ich sehe das nicht so, wie du das gerade siehst. Als Musiker erbringst du, oder als Künstler erbringst du eine Dienstleistung. Das ist dein Produkt. Das ist das, was du verkaufst. Dein Produkt ist halt nicht anfassbar und man kann es auch nicht direkt sehen. Und das musst du halt hinkriegen. Du musst bei jeder Dienstleistung, die du verkaufst, musst du schaffen, dass du das Produkt anfassbar, erlebbar visualisierst. Und das ist egal, ob du einen Autoreifen verkaufst oder ob du, was weiß ich, eine Sicherheitsdienstleistung verkaufst. Also ich sehe da nicht den großen Unterschied. Der Unterschied ist sicherlich, dass du dein Produkt viel stärker emotionalisieren musst. Aber es bleibt wie bei einem Produkt, was du anfassen kannst, wie bei jeder Dienstleistung. Das heißt, was ist der Vorteil für deinen Kunden? Was hat dein Kunde, wenn er dich als Musikerin bucht? Was hat er davon? Was ist sein Vorteil? Der Vorteil wird sehr wahrscheinlich sein, wenn du in einem Lokal spielst, wird es sein, die Gäste bleiben länger. Dadurch verzehren sie mehr. Und dadurch macht er mehr Umsatz und dadurch verdient er mehr Geld. Das wäre so eine Kette, die du da spielen könntest. Oder das ist so interessant, weil du es einmal in der Woche machst und er zieht damit mehr Gäste in sein Lokal. Er zieht damit neue Gäste in sein Lokal, die dann mehr bestellen, mehr essen, mehr trinken, länger da bleiben, mehr Umsatz, mehr Geld verdienen. Das könnte eins sein. Kundenbindung, Neukundengewinnung, Zusatzverkäufe, mehr Umsätze, mehr Gewinn. So, das wäre eine Argumentationskette. Und dann musst du es beweisen. Das, was ich gerade gemacht habe, ist eine Behauptung. Aber du musst es auch beweisen können. Beweisen bedeutet, für wen hast du schon gespielt? Welche Ergebnisse haben die damit hinbekommen? Gibt es Videos? Gibt es Fotos? Gibt es O-Töne? Gibt es Referenzschreiben, die das Ganze beweisen? Gibt es einen YouTube-Kanal, der viele 10.000 Klicks hat? Gibt es schon ein Album bei iTunes? Oder. Du musst es beweisen können, dass du eine gute Künstlerin bist, dass du eine gute Musikerin bist. Du musst beweisen können in deinem Bereich jetzt auch noch, ja, also Gitarrenmusik kann ich nachvollziehen. Klaviermusik kann ich nachvollziehen. Ein Saxophon, also ich finde das toll, ja, aber kann man nur mit Saxophon die Stimmung hinbekommen, die jemand mit Klavier oder mit Gitarrenmusik hinbekommt? Das musst du beweisen. Also nochmal, ich sehe nicht den großen Unterschied, ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, weil die eigentliche Leistung und die Qualität entsteht im Kopf des Kunden, nirgendwo anders. Vorteile, Merkmale, Zeugen, die bestätigen, dass das, was du behauptest, auch stimmt. Und dann musst du ihn Sack zumachen. Das ist Verkaufen, egal was du verkaufst. Nochmal, ich sehe das nicht so dramatisch. Ich erlebe ganz oft, dass Leute sagen, ja, das geht in meiner Branche nicht, das geht mit meinem Produkt nicht, das geht in meiner Region nicht, das geht in meinem Land nicht. Aber das ist Unsinn. Bei aller Liebe, das ist Unsinn. Ich mache den Job seit fast 30 Jahren. Ich war schon überall in jeder Branche. Ich habe nahezu jedes Produkt schon irgendwie mal verkauft. Und es gibt keine großen Unterschiede.
Das ist ein Glaubenssatz. Mein Glaubenssatz. Und ich wünsche mir, dass du den Glaubenssatz auch übernimmst. So, in dem Sinne, ich freue mich über ein Feedback. Ich freue mich über die Diskussion. Und wenn du Fragen hast, hinterlass mir deine Fragen unter dem Video. Und dann mache ich möglicherweise, wenn ich sage, hey, die Frage, die ist was für alle, dann mache ich daraus auch ein Video. Und vor allen Dingen, hinterlass mir dein Abo.